Moin Leute, herzlich willkommen zum absoluten Knallerspiel FC Basel gegen Polonia Bitum. Ja, wir sind in der Qualifikationsrunde 3 der Champions League. Das ist hier das Hinspiel und ja, wir sind eigentlich unterlegen. Basel ist deutlich stärker als wir. Aber das soll ja nichts heißen. Wir haben schon jede Menge Top-Mannschaften ausgeschaltet, schon in der letzten Saison. Also Champions League ist möglich. Also wir sind jetzt schon so weit gekommen. Wäre natürlich richtig bitter, wenn wir das nicht packen könnten. Allerdings bin ich guter Dinge. Momentan steht es noch 1-0. 0-0, tut mir leid. 0-0. Ist ja noch nichts verloren. Rückspiel gibt's ja auch noch. Ah, das war gefährlicher. Beck ist da. Europa League wäre natürlich auch noch möglich, aber Valesa fällt. Ho. Okay, nochmal kurz beruhigen. Ah, Wolski im Zweikampf. Das Nachsehen gehabt, aber Smolinski gewinnt den Ball, super. Oh, Valesa setzt sich durch, klasse Schuss. Oh, Valesa nochmal. Boah. Okay, nochmal Banas, schön das Bein dazwischen gehabt. Und super, wollte Solo machen, nicht gepackt. Freistoß für uns. Ah, wir sind sehr offensiv, Banas kommt nicht mehr hinterher. Adil sehr schnell. Oh, okay, Beck noch da. Kann entschärfen. Okay, super. Grischer. Grischer, mein Gott. Okay, super. Schöne Solo. Oh, Valesa, 1-0. Klasse. Wow, super, wieder auf Valesa. Oh, und jetzt schöne Standard. Schöne Standardsituation. 2-0. Oh, und das auch noch auswärts. Und Valesa schon wieder. Der ist heiß. Und eine Standardsituation. Ah, Bugaidis. Schönes Ding. Smolinski, Wolski wieder. Ah, Kirosel fängt ab, Wolski, Valesa mit dem Dribbling, super! Schade. Ah, schön abgewichst die Abwehr, richtig klasse. Und Banas wollte das Bein dazwischen machen, nee, hat nicht geklappt, Wolski. Mal Glück gehabt. Kirosel ein Ticken zu spät, aber Grischuk war da. Valesa, Wolski, super wieder alleine und... Leider gestört. Ah, konzentriert euch schön, Kirosel. Alles Paletti. Valesa super wieder mit einem Solo. Und Valesa jetzt. Oh. Aber Jan Sommer auf seinem Posten. Puh, interessantes Spiel. Dominant, hätte ich nicht gedacht. 0-2 für uns. Sehr geil. Ich lasse die Mannschaft so spielen. Ich habe nochmal Vrankovic reingepackt. Nee, gar nicht wahr, Banas. Dadurch ist er jetzt das Teamwork hochgeschossen auf 62. Smolinski noch mal ein bisschen motivieren. Die kriegen eine Massage von mir. Die haben ordentlich gearbeitet und geknüppelt. Motiviert wird jetzt noch erstmal die komplette Abwehrreihe. Inklusive links. Und mittlerweile kann ich auch noch mehr motivieren, ne? Zwei mehr, wenn ich nicht falsch liege. Sehr gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehr geil. Ja, so habe ich mir das vorgestellt.
lieber nichts überstürzen. Offensive agiert sehr gut. Keiner ist gelb belastet. Kann man so lassen. Auf jeden Fall. Auf geht's. Zweite Halbzeit. Wir am Ball. Ja, Wolski nochmal kurz den Ball verloren. Was ist das? Leck mich am Arsch. Aber jetzt werden die drücken. Die Schweizer. Aber Grischow kann den Ball holen. Wolski, super. Und Jan Sommer wieder mit einer Glanzparade. Super wieder. Wolski. Vanessa! Aber war abseits. Okay, Banas abgewichst. Sehr geil. Vanessa! Ah. Okay, Wolski wollte noch einen schönen Tanzer hinlegen, hat nicht geklappt. Auf die Seite gespielt, aber okay, Kirosel, Grischok, Wolski, Frankovic, Wolski, Suba und gefoult. Das war aber. Jo! Das war aber mal ganz wichtig. Banas, leider das Nachsehen, aber Beck ist da. Kirosel, das war leichtsinniger Pass, aber Wolski hat nochmal alles gerade gerückt. Oh, die Zeit läuft dahin und läuft dahin. Ich gebe Hennen nochmal eine Chance. Paul Grischok wird ausgetauscht für Heuberg. Kirosel macht ein klasse Spiel, genauso wie die Verteidigung. Einen habe ich noch übrig. Lasse ich erstmal so. Abseits? Nein, abseits nicht. Kein Abseits. Sonst gibt's immer Abseits. Ganz mutig gespielt. Aber super. Super auf Valesa. Valesa verliert den Ball, aber kann ihn wiederholen. Smolinski verliert den Ball. Gradbeck ist da. Kirosel zweimal nachsetzen. Wolski. Nochmal Wolski und Abseits. Joho Park. Oh, den kenne ich doch. Ist das Nordkoreaner? Hennen. Valesa, Hennen. Nochmal Wolf. Schade. Ja, da schenken wir Jan Sommer mal wieder eine 1, wa? Da wollte er mal über die Abwehr lupfen, aber Hennen nach vorne auf Valesa. Valesa alleine. Doppelpack von Valesa. Vorlage Hennen. Alter, was war das denn jetzt? Oh Mann, ey. Das war ja so mal sowas von bitter jetzt. Aber Hennen. Ah, fuck, Mann. Oh, wer macht denn so eine Scheiße, ganz ehrlich? Unglaublich. Also sowas habe ich echt lange nicht mehr gesehen. So, Kovacic kriegt erstmal das erste Pflichtspiel für seinen neuen Verein. Ja gut, 1-3, aber 0-3 wäre auch ziemlich geil gewesen. Aber das eine Tor. Ah, Vrankovic, sehr schön. Aber gut. Och, eine Chance, ne? Mann. Hopark, da muss ich nur mal gucken. Wow, echt, aber 1-3, sehr geil. Nee, Koreaner. Ach, wusste ich's doch. Jan Sommer kriegt erstmal eine 1. Ja gut, wir haben nur 2.
0,5 gekriegt ist jetzt auch nicht so schlecht. Okay. Oh, war ein guter Einstand. Als erste, die ersten Spiele, Pflichtspiele zähle ich mal nicht dazu, weil die waren echt schwach. Gegen Basel, das ist schon ein richtiger Gegner. Scout erreicht Spezialisierung. Während seiner letzten Mission in England hat ihr Scout Maciej Jacek viele neue Erkenntnisse sammeln können und sich dadurch auf dieses Land spezialisiert. Ja, ne? Why not? Sehr schön. Auch interessanter Spieler. Okay, Kyrosse verzichtet aufs Gespräch. Ja, werden wahrscheinlich ewig Feinde sein. Für sowas ist eigentlich der Kapitän geeignet, mal eben dazwischen zu gehen. Vielleicht kann ich da mal was machen. Nee. Aber wir loben ihn mal, wenn wir schon dabei sind. Grantback hat ein bisschen an Marktwert verloren. Aber der verliert jetzt überall ein bisschen, ey. Das ist ja echt zum Kotzen. 44 Punkte. Ja, er ist wahrscheinlich über seinem... Über seinen Grundwert ist er wahrscheinlich jetzt. Deswegen wird er so lange droppen, bis er auf seinen richtigen Wert kommt. Und er wächst und wächst. Ist schon auf 14,2 Millionen. Er 7,3. Vielleicht schafft er das noch irgendwie stärker zu werden. Aber packt es irgendwie auch nicht mehr. Maximum erreicht. Und der wird auch nie besser. So, sehr gute Noten, aber wird nicht besser. Scheiße. Ja, das Problem ist, wenn der sein Selbstvertrauen verliert, ne? Dann... Ja, jetzt verliert er schon langsam Marktwert. Scheiße, ey. Ah, ganz bittere Nummer, obwohl er seinen Job hier sehr gut macht. Gibt's auch gleich das Rückspiel? In 3 Tagen. Thiago Silva wechselt von Paris Saint-Germain zum AC Mailand. Ja, der war doch, glaube ich, beim AC Mailand vorher, ne? Jo. Super Geschäft. Für 42 gekauft und für 20 verkauft. Okay, ich schau mal eben, wie viele Runden es gibt. Okay, dann gibt's noch die Playoff-Runde. Aber dass sie hier Stärkepunkte, dass sie hier Punkte verliert, ne, das passt mir gar nicht.
So. Aber hat keiner irgendwie ein Problem oder so, ne? Unfaire Gehälter gibt es auch nur zwei. Ah, das kriegen wir schon irgendwie hin. Nö. Keine Chance. So, schauen wir mal hier in die Jugendmannschaft, ob hier alles tutti ist. Ach ja, Sebastian Podolski, der ist ja jetzt bei uns. Eine Rechtsaußen. Machen wir den mal zum Stürmer. Aber lohnt sich nicht, den aufzubauen. Zu großer Abstand zum Rest. Okay, Kuharczyk ist jetzt wieder besser drauf. Den können wir jetzt ein bisschen mehr einsetzen, wenn wir den verkaufen. Ah, vielleicht kriegt er noch einen kleinen Schub. Wäre natürlich ziemlich cool. Aber jetzt geht's erstmal sozusagen ins heimische Stadion. Denn es kommt der FC Basel zu uns ins Stadion. Das wird ja ein Leckerbissen, denn wir haben ihn 1 zu 3 gewonnen, beziehungsweise 3 zu 1. Und ja, die Chance auf die Playoffs. Und das möchte ich nicht, möchte ich mir nicht entgehen lassen. Wenn wir das schaffen, Champions League, boah, da kriegen wir, glaube ich, erstmal instant 8 Millionen oder sowas. Dass wir in der Gruppenphase sind. Und danach müssen wir uns überraschen lassen. Ansonsten momentan die Mannschaft ist gut aufgestellt. Funktioniert auch soweit. Banas hat ein gutes Spiel gemacht in der letzten Partie gegen Basel. Lasse ich erstmal. Koponui. Eigentlich auch bisher gute Spiele, aber ich lasse ihn erstmal draußen. Ja, Seiler ist verletzt. Über Pierre-Emil Højbjerg würde ich ja gerne einsetzen, aber der ist mir ein bisschen zu schwach. Vielleicht wechsle ich ihn später nochmal ein. Okay. Da würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Rückspiel gegen FC Basel und schauen, was daraus wird, ne? Wir haben sehr gute Chancen. Wir haben drei Auswärtstore gemacht. Ein, zwei eigene Tore. Und dann sind wir schon auf der sicheren Seite, ne? Mal gucken, ob das passiert. Drückt mir die Daumen. Bis gleich.